Sie behandeln die Impfschäden und zwar homöopathisch. Ja, genau, das stimmt. Haben Sie da Erfolg? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Die Impfschäden sind stark, ne? Ja, und es kommt auch darauf an, wie stark die ausgeprägt sind. Also man hört Geschichten, die Eltern kommen rein und das die schlimmste Geschichte, die ich mal gehört habe, und ich denke, dass das Kind vielleicht unheilbar ist, das weiß ich nicht. Dieser Junge hatte die erste Impfung und vielleicht auch die zweiten 2 Monate, Alter von 4 Monaten, dann fing er an, Fieber zu bekommen. Und er hat ein Jahr lang Fieber gehabt, das Fieber aufrechterhalten. Ein Jahr, vielleicht ist das Fieber mal höher, mal gesunken. Aber die Ärzte haben dann Antibiotika gegeben, Antifiebermittel. Danach hat er eine Hauterscheinung bekommen. Ein weiteres Jahr hat diese Hauterscheinung dann angedauert. Er hat dann eine starke Lebenskraft gehabt, denn die Lebenskraft hat alles versucht raus mit dem Fieber. So lange ein Fieber aufrechtzuerhalten, braucht man Kraft. Dann hat es die Lebenskraft versucht, es auf über die Haut rauszubringen. Die haben da Cortison draufgeschmiert und alles ging weg. Und ich glaube, die haben dann mit dieser Impfung weitergemacht, und nachdem er dann die dritte Dosis MMR bekommen hatte, hörte er auf zu reden. Er kommunizierte nicht mehr, er verstand nichts mehr, und ich habe ihn dann gesehen, da war er 8 oder 9 Jahre alt. Und dieses Kind kam in die Praxis, rannte hin und her, hat gejammert, hat an seinen Fingern gelutscht, hat die Finger in die Ohren der Mutter gesteckt und hat immer solche Bewegungen gemacht, hat so gerieben und hat sowas gemacht und ist hin und her gerannt. Er wollte aus dem Fenster springen, alles Mögliche. Das Problem war, für mich war das ein deutlicher Fall von APIS, aufgrund der Symptome, die er gezeigt hat. Aber weil alles so unterdrückt war, wusste ich, dass diese Unterdrückung rauskommen muss, damit es ihm besser gehen könnte. Aber es hat, war alles hier in seinen Hinterkopf, in das Gehirn unterdrückt worden. Ich habe ihm 6C Apis gegeben, 2 Kügelchen. Da wurde es viel, viel schlimmer. Eine Verschlimmerung bekam er. Und er hat dann, Paul hat dann ihn behandelt und andere Homöopathen auch noch. Es hat nichts bewirkt. Ich sage da nichts über die, aber ich sage nur, das ist ein sehr, sehr schwieriger Fall. Die Verschlimmerung. Die Eltern wollten damit der Behandlung nicht weitermachen. Also es gibt eine Grenze für die Heilung. Vielleicht, ich weiß nicht, war die Verschlimmerung jetzt zu schlimm? Könnte die sogar töten? Das weiß ich nicht. Also, was noch außer der Homöopathie verwenden Sie bei Impfschäden, um dem Körper zu helfen? Ja, ich mache nicht so sehr irgendetwas, außer vielleicht Acidophilus und Probox für das Immunsystem. Ja, genau. Und für das Kolostrum auch, weil da viel Immunglobuline und Folate drin sind. Und viele Immunsystemfunktionen, diese 2 Sachen. Ich mache nichts mit Vitaminen oder Ähnlichem. Aber ich möchte nochmal, der erste Fall, den ich gesagt habe, der war, erzählt habe, der war sehr extrem. Wenn Sie einen Fall haben, der nicht so extrem ist, dann ist es möglich. Und ich hatte gerade noch eine Nachricht bekommen von jemandem, die war mit ihrem Kind zu mir gekommen. Das Kind war 4 Jahre alt, sehr zurückgeblieben, saß, starrte, zuckt den Kopf nach unten, hat nicht kommuniziert, die Augen waren zu. Wenn man dem Kind nahe kam, dann hat es geschrien. Autismus, ja, auf jeden Fall. Ich habe den Fall aufgenommen und es sah aus wie ein ererbtes psychotisches Miasma von der Mutter. Das erste Mittel war Melurinum. Und dieses Kind hat auch ins Bett gemacht und hat auch in die Hose geschissen.
Schüssen. An den ersten 2 Tagen nach Medurinum gab es eine ganz große Verbesserung. Dann haben wir abgewartet, um zu gucken, wie sich entwickeln würde. Ich kann mich nicht mehr erinnern, genau wie das alles vor sich gegangen ist. Aber jedes Mittel, das das Mädel bekommen hat, hat eine Schicht abgetragen. Wir haben Medurinum gegeben, Carcinosin, Natriumhyratikum. Sie war sehr empfindlich am Kopf mit dem Haar, mit den Bürsten des Haars. Und jedes Mal wurde das besser. Dann haben wir das DPT-Vakzin gegeben, weil das schien das Stärkste zu sein. Und nach der Fallaufnahme hat sie sich danach am meisten verändert, nach dieser Impfung. Und das hat dann auch eine Weile funktioniert. Und dann blieb sie stecken. Sie hat dann Menschen nicht in die Augen gesehen und jedes Mal, wenn jemand ihr nahe kam, dann hat sie auch gewalttätig reagiert und vielleicht auch noch ein paar andere Symptome. Aber ich weiß, ich habe dann Cicuta gegeben, weil ich weiß, dass das ein Bezug zu Tetanus und das ging dann sehr gut. Alles wurde immer weiter besser. Und das war das vorletzte Mittel und vor 6 Monaten habe ich das Medurinum wiederholt und auch nach dem Cicuta habe ich auch sie nochmal gesehen. Die ist jetzt 6, das Mädchen, und in der ersten Klasse, wie die anderen Kinder alle, sie redet, sie spielt, sie kommuniziert, sie passt auf, alles, sie ist jetzt voll funktionstüchtig sozusagen. Sie hatte vielleicht noch ein bisschen grünen Nasenausfluss oder fischige Vaginalabsonderung. Da habe ich nochmal Medurinum gegeben. Und sie haben mir jetzt geschrieben, dass es ihr richtig, richtig gut geht. Also, die war fast in ihrer Entwicklung ganz sogar zurückgeblieben und ist jetzt ganz auf normalem Entwicklungsstand. Also, man muss da langsam, langsam, es braucht die Zeit, bis man das Ganze quasi zurückentwickelt, wieder die Schäden. Man hat manchmal vielleicht ein Mittel, das ein Fieber hervorruft. Und je nachdem, wo man da feststeckt, braucht man dann vielleicht unterschiedliche Mittel, um diese Fieber zu heilen. Aber ganz langsam mit jedem Fieber wird es dann besser und das Kind wird stärker. Das heißt, als Schlussfolgerung könnte man sagen, dass die schlimmsten Schäden Allergien sind, Asthma. Wenn es richtig schlimm wird, dann gibt es das noch Immunsystem ist dann betroffen und auch die Verdauung, Masernimpfung geht dahin und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und die plötzliche Reaktion wäre ein Fieber und akute Erkrankungen. And the sudden reaction would be fever also, and some acute sollten Eltern sehr vorsichtig sein im Hinblick auf diese Entscheidung. Wir können ja hier in Deutschland entscheiden. Also sollte man sich das genau überlegen, ob man impft oder nicht und ob sie das machen, vielleicht dann nur eine Impfung pro Mal, gucken, wie die Reaktion ist, warten, sicherstellen und dann auch durch die Homöopathie unterstützen. Ja, und nicht Impfstoffe. In Minnesota gibt es jetzt ein Gesetz und viele Ärzte halten sich nicht dran. Wenn das Kind krank ist, nicht impfen. Die verstehen nicht notwendigerweise die Idee der eine Krankheit auf einmal in der Homöopathie. Eine Krankheit kann kommen und eine andere ersetzen und die löst sich dann auf, da kommt die Ursprungskrankheit zurück. Vielleicht fangen die langsam an, so zu denken. Also Kate, vielen Dank für Ihre sehr deutliche Erklärung über die Impfschäden und die Impfung. Und ich denke, Sie haben sehr großen Mut und ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Sie sehr stark sind, auch in der Zukunft. Und auch noch ein paar Bücher. Ja, wir hoffen, dass ich vielleicht im Laufe der Zeit, ich habe das weiter studiert und ich weiß, dass das der Weg ist. Ich werde mich jetzt hier nicht umbringen, dass ich irgendjemanden zwinge zu irgendetwas. Und wenn nichts das unterdrückt, diesen Weg, dann wird es hoffentlich weitergehen. Vielen Dank.